Es ist ein Haus voller Geheimnisse. Überall gibt es hier etwas zu entdecken. Oh Gott, das ist ja Wahnsinn. Da hinten geht's aber noch weiter. Eine Eisenbahnlandschaft, teilweise schon fertig, teilweise noch im Werden. Um Himmels Willen, was haben die denn noch vor? Hier ist noch einiges geplant. Eisenbahnträume auf über 300 Quadratmetern. Ein bisschen verrückt muss man da schon sein. Da sind wir uns einig. Ihr Vater und Bruder haben das Hobby mal begonnen, sind aber längst nicht mehr dabei. Jetzt basteln hier die Modellbahner Backnang. Also ideenreich ist das schon. Oder das Stück, wo aussieht wie Kornfeld. Ja. Das ist ein Schuhabutzer gewesen. Warum machen Sie dann nicht mit? Ich habe die Zeit und die Lust auch nicht. Ich gucke es gern an, aber selber machen möchte ich es nicht. Ist so Frickelarbeit, ne? Ja. Man sieht halt, die Weinberge, ich glaube, im Ganzen sind da bestimmt 2 Jahre dran geschafft worden. Und das wäre mir echt zu langwierig, wenn man kein Stück sieht. Nämlich was, wo man schneller sieht, als was vorwärts geht. Fast würde das alles hier nicht mehr stehen, erzählt die 49-Jährige. Im vergangenen Jahr, da gab es nämlich im Haus einen Schwelbrand. Und war das ein Schock für Sie? Natürlich. Hätte ein bisschen böse ausgehen können. Haben wir Glück gehabt. Feuerwehr auch gesagt, Glück. Wenn das richtig brennt hätte, wäre es anders ausgegangen. Weil das Haus brennt auch, oder? Ja, alles mit Holz. Mhm. Ja. Da hätte es genug zum Brennen.